Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Übungsreise an 8 Schauplätzen. Und als nächstes kommt Empfehlungen von 2 Städten, Mondstadt und Liyue. Du hast Iorois bitte zugestimmt, Kichiboshi zum Trainieren zu bringen. Diesmal nimmst du ihn mit, um die Küchen, nicht Kuchen, aber Kuchen vielleicht auch, anderer Länder kennenzulernen. Schließlich liegt die Wahrheit in Schätzen und Essen. Ja, schau mal, was Sarah uns Schönes serviert für den kleinen Tanuki. Hallo Sarah. Willkommen, Paimon und Spielesteiler. Und das ist das der neue Graf von Hoppel? Kichiboshi. Dieses Kichiboshi. Das ist dein neuer Freund, den wir in Inazuma kennengelernt haben. Gute Freunde. Ach so, es tut mir sehr leid. Willkommen beim Hirschjäger, Kichiboshi. Oh, Inazuma, das ist erstaunlich. Ich habe Cyrus sagen hören, dass es ein Fleckenland ist, das von Gewittern umgeben ist. Überall donnert es. So ist der Himmel, wenn dieser wütend ist. Sehr beängstigend. Wie furchteinflößend. Wir sind heute hier beim Hirschjäger, um Kichiboshi mit der authentischen Küche der Mondstadt. Der Mondstadt? Der Mondstadt zu verwöhnen. Auf Deutsch. Wenn man es auf Deutsch liest, macht es mehr Sinn, ja. Sarah Palmer nimmt das süß marinierte Hühnchen. Ah, Entschuldigung, der Hirschjäger ist heute nicht in der Lage, Gäste zu beherbergen. Wie soll ich es sagen? In gewissem Sinne wurde die ganze Örtlichkeit ausgebucht. Was? Aber es ist niemand da? Kaya hat heute plötzlich einen riesigen Lieferauftrag für Dutzende von Personen an das Grand Hotel Grove erteilt. Jetzt sind alle super beschäftigt. Kaya, das kommt Palmer ein wenig verdächtig vor. Es ist vielleicht etwas geplant. Kein Problem, immerhin. Toll, Spielestyle, du bist so gut in dem, was du tust, dass man sich keine Sorgen um gutes Essen machen muss, solange du da bist. Möchtest du vielleicht Lavendelmelone machen? Eine knusprig gebratene Lavendelmelone? Wie sehr magst du Lavendelmelonen denn? Wenn du unseren Herd benutzen möchtest, kannst du das jederzeit tun. Danke, Sarah. Wie wäre es mit einem süß marinierten Hühnchen, das außen knusprig und innen aromatisch ist? Kichiboshi wird es lieben. Kein Problem, das kann ich. Hm, klingt echt lecker. Schau dich an, Kichiboshi will auch essen. Enttäusch mich nicht. Paimon meint, enttäusche Kichiboshi nicht. Enttäuschend. Also ein süß mariniertes Hühnchen. Okay. Das sollte ja ziemlich einfach sein. Oh, ich hätte auch automatisch zubereiten können. RIP. Zack. Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke zu verzehren, ist eigentlich nicht erlaubt. So etwas habe ich noch nie gesehen, aber es riecht so gut. Das ist das köstliche, süß marinierte Hühnchen. Paimon glaubt, das ist die Spezialität von Spielestyler, oder? Geht so, ich bin nicht wirklich gut darin. Da Kaya gerade erwähnt wurde. Nun, du hast sogar schon einen ritterlichen und bescheidenen Charakter. Uff, gemeinsam mit... Tja, keine Ahnung, wie man das lesen soll in der kurzen Zeit, ehrlich gesagt. Kichiboshi. Ohne I diesmal. Was ist los? Hast du dir etwa den Magen verdorben? Oh, lecker, sehr lecker. Aber es gibt wirklich etwas, das besser als Lavendelmelone schmeckt. Ja, es ist wirklich gut, hä? Hebst du etwas für Paimon auf? Paimon und Kichiboshi haben das süßmarinierte Hund schließlich fertig gegessen. Hä, ja, das war echt lecker. Spielestyle ist echt ein guter Koch. Paimon kann nicht glauben, dass du dir den Namen von Spielestyle gemerkt hast. Wird ein Bakedanuki, wenn er etwas Leckeres zu essen hatte, etwas schlauer? Ah, was sagst du da? Sie heißt Paimon. 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 Pajamona. Boah, macht Pajamona das wütend. Paimon muss sich daran gewöhnen. Kichiboshi muss sich auch die Namen anderer gut merken. Ich werde alles geben. Tut mir leid, Pomon. Das heißt nicht Pomon, sondern Paimon. Aber Pomon wird nicht böse sein. Leckeres, süß mariniertes Hühnchen. Lecker, danke. Aber an die Namen der Gerichte kannst du dich doch, kannst du dich locker erinnern. Lecker, das ist keine Gurke, kein Seegras und auch keine Beere, es war aber so lecker. Gut, wenn es dir gefällt. Sich auszuruhen macht echt Spaß. Es ist nicht einfach, mal nach Mondstadt zu kommen. Ja, das stimmt. Kichiboshi, lass uns die Statue des Windgottes anschauen. Windgott, ist das so wie so wie die Göttin der Blitze? Dieser Junge ist so scharfsinnig. Der Windgott ist der Gott von Mondstadt, so wie die Göttin der Blitze die Göttin von Inazuma ist. Oh, wie furchteinflößend. Kein Grund, sich Sorgen zu machen, es ist nur eine Statue, nicht der wirkliche Gott. Der wirkliche Gott ist auch alles andere als furchteinflößend. Geht zu der Statue des Windgottes vor der Kathedrale. Oh, hoppla, die reden hier noch.
Aber das kann man halt unmöglich lesen. Das ist so viel Text in so kurzer Zeit. Naja, war nicht so wichtig. Sie haben nur Iorui mit dem Windgott verglichen. Es ist nicht der Windgott, eine große Steinstatue dem Windgott gewidmet. Wird er nicht lebendig und macht Bum Bum Aua? Nein, natürlich nicht. Auch der Windgott selbst tut es nicht. Lass uns Kichiboshi mit ihnen aufbegleiten. Ups. Schau, es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Hm, der Windgott ist so groß, größer noch als Iorui und so schwer, außerdem ist er fest und hart. Palmon ist zu faul, den Unterschied zwischen deiner Steinstatue und dem Original zu erklären. Der Windgott ist lieb. Auch wenn man sich manchmal nicht auf ihn verlassen kann, ist er dennoch warmherzig. Ach stimmt, er hat Barbara nichts von der heiligen Leier der Himmel erfahren? Ich hoffe, sie hat es nicht bemerkt. Mach ein Foto. Ja, Kichiboshi, schön stillstehen und nicht bewegen. Ciao. Ganz ruhig bleiben. Zeig's Kichiboshi und Palmon das Foto. Wie schön. Zeig es Iorui, wenn du zurück bist. Die Hand des Windgottes ist größer als die von Iorui. Iorui kann hiermit nicht mithalten. Iorui, wie schwach. Iorui, wie schwach. Hey. Hey, das macht keinen guten Eindruck auf Kichiboshi. Wenn Iorui es ernst meint, kann er sehr groß werden. 100-mal größer. Iorui ist wirklich sehr beeindruckend, aber Kichiboshi wird noch beeindruckender werden. Warum will Kichiboshi so beeindruckend werden? Kichiboshi ist auch sehr beeindruckend. Er kann sich in einen Fallschirm verwandeln, der gleiten kann. Fast so beeindruckend wie Palmon. Je beeindruckender ich werde, desto beeindruckendere Magie kann ich verwenden. Wenn man beeindruckendere Magie verwenden kann, kann man Iorui wieder entsteinern. Deshalb muss ich mich ausruhen, zusammen mit Spielestella und Palmon. So ist das also. Du hast dir meinen Namen gemerkt, ich freue mich so. Wie schön, hahaha. Kichiboshi muss alles geben. Gib alles, juhu. Wohin als nächstes? Also als nächstes. Nun, jetzt, da wir bereits die Sachen aus Monster gegessen haben, lasst uns als nächstes nach Liyue gehen. Es ist schon lange her, dass Palmon die Köstlichkeiten vom Restaurant Wan Min probiert hat. Ich hatte gerade eine Mahlzeit. Gerichte aus Monster und aus Liyue gehen natürlich in verschiedene Mägen. Essen, lasst uns gehen. Gehen wir, das Ziel ist das Restaurant Wan Min. Also heute wieder ein bisschen mehr, was wir erledigen müssen. Um unsere 60 Urgestein freizuschalten. Hallo Koch Mao, zuerst will Palmon einen gekochten Schwarzrückenbarsch. Tut mir leid, im Moment kann man nicht bestellen. Wieso das? Etwas früher heute kam ein Ritter aus Monstert und gab eine große Bestellung zum Mitnehmen auf. Er wollte, dass wir ein paar Dutzend Portionen Essen zubereiten, die er mitnehmen wollte, zu wohin doch gleich? Zum Grand Hotel Gorf in Monstert? Ja genau, woher weißt du das? Okay, ja. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann diesen Auftrag nicht so schnell abschließen. In dem Topf werden nämlich Gerichte gekocht. Ich weiß nicht, wie der Kerl mit all den Tellern zurechtkommen will. Hauptsache, er storniert nicht. Das Geschäft kam so plötzlich herein, dass wir nicht einmal genügend Zutaten in der Küche hatten und meine Tochter hilft bei der Suche nach den Giulio und Pepperoni. Wäh. Huch, wer ist dieser kleine Freund? Das ist Kichiboshi. Hallo. Ja, das ist ein Bakedanuki, der zum Üben mit herumreist. So ist das. Das tut mir leid, Kichiboshi. Meine Tochter hat auch einen Freund, der Essen liebt und Goba heißt. Es sieht so aus, als würde er sich sicher gut mit Kichiboshi verstehen. Es gibt keinen Ausweg, es sei denn, Spielestyler tut es. Mist, ich habe fast komplett vergessen. Huch, was ist mit denen? Mist, warum haben sie das Datum nicht von Anfang an bestätigt? Was ist passiert? Wir haben unsere Plätze im Liu Li Pavillon und im Lokal Jin Yue schon einige Monate im Voraus gebucht. Wir dachten, dass wir die bekannte Li-Küche und Yue-Küche probieren müssen, bevor wir nach Monster zurückkehren. Daher wurde uns nun für beide Geschäfte heute zugesagt. Wenn ich nur die Zeit bestätigt hätte, was kann man jetzt nur tun? Wie wäre es damit, zu beiden zu gehen? Nein, das geht nicht. Egal, wo du zuerst bist, es wird auf jeden Fall einen Einfluss auf das zweite haben. Oh Mann. Ob man zuerst zum Liu-Li-Pavillon oder zum Lokal Jin Yue geht, ist es dem anderen gegenüber nicht gerecht und erst recht nicht gegenüber der Küche, die es repräsentiert. Solche Worte sind so respektlos gegenüber gutem Essen. Hey, red nicht so. Palmon, es ist leid, das zu hören. Was für ein unnötiger Ärger. Wie auch immer, du hast für heute den Liu Li Pavillon und das Lokal Jin Yue gebucht, aber du kannst nur in eines der beiden gehen, richtig? Ah, Kichiboshi will helfen. Wir können für den Onkel und die Tante gehen.
Dieses kleine Tier scheint etwas sagen zu wollen. Es sagt, dass wir für den Onkel und die Tante gehen können. Hey, nicht Tante, Schwester. Ein paar Mal hat es ja nicht gesagt. Für uns gehen, das ist nicht unmöglich. Es wäre ein bisschen schade. Ich halte es für eine gute Idee. Es wäre schließlich nicht richtig, wenn das Geschäft die Reservierung kurzfristig stornieren würde. Es war nicht einfach, diesen Platz zu bekommen. Freki, wir haben Zeit. Wir können das nächste Mal wieder reservieren. Hast du nicht gestern gesagt, dass du im Lokal Jinyue essen willst? Gehen wir also ins Lokal Jinyue. Die Plätze, die wir im Lioli-Pavillon reserviert hatten, können wir also euch geben. Sieht also aus, sehr besonderer Reisender und das kleine Tier. Ich werde das machen. Ja. Ich bin Geri. Sagt Li Kai einfach diesen Namen, wenn ihr zum Lioli-Pavillon kommt. Das Essen ist auch schon bestellt. Oh, danke, Geri. Danke, Schwester. Solange die auch das Essen bezahlen, Kappa. Wenn sie auch dafür zahlen, ist alles cool. Willkommen im Lioli-Pavillon. Darf ich fragen, ob ihr reserviert habt? Geri hat für uns den Platz bestellt. Ja, Herr Geri, wartet bitte kurz, ich schaue schnell. Ja, ihr habt für heute einen Tisch reserviert. Danke, dass ihr gewartet habt. Bitte kommt herein. Ungefähr das 10. Mal, dass wir hier essen. Rich people. Rich, rich und nochmal rich. Obwohl Geri vorhin sagte, das Essen sei schon bestellt worden, ich hatte nicht erwartet, dass es so üppig ausfallen würde. Hatten Geri und Freki wirklich sofort vor, so viel zu essen, obwohl sie nur zu zweit waren? Eieiei, wie das duftet. Ja, wir sind auch nur zu dritt. Wir genießen das Essen voller Dankbarkeit. Boah, wie lecker, wie findest du es, Kichiboshi? Lecker. Wenn man sieht, wie Kichiboshi isst, muss es lecker sein. Lecker, wirklich sehr lecker. Die Menschen sind so gut, etwas so Köstliches kochen zu können, besser als die Mahlzeit von Bakedanoki. Woraus besteht in diesem Fall das Essen von Bakedanoki? Es sieht zwar köstlich aus und schmeckt großartig, aber es fühlt sich einfach ein wenig seltsam an, ein wenig leer. Ich bin auch neugierig. Die Mahlzeit des Bakedanoki wird aus Bum-Bum-Blättern gemacht. Bum-Bum-Blätter bedeutet das Gemüse? Bum-Bum-Blätter sind Bum-Bum-Blätter. Blätter und Bum-Bum schmeckt gut. Es fühlt sich doch ein wenig seltsam an. Nun, Paimon kann einfach nicht aufhören, daran zu denken. So viel zur Sorge um Kea. Der Hirschjäger und das Restaurant Van Min haben die Bestellung an das Grand Hotel Groff geschickt. Hey, jetzt ist es Groff, war es nicht vorhin Groff? Jetzt bin ich verwirrt. Was hat der Kea nur vor? Vielleicht ist dies ja der Fall. Hallo, ein Geschenk des Ritterordens. Geschenk? Wissen die Ritter endlich, wozu wir Fatui fähig sind? Wurde es ein bisschen spät, ist sich bei uns einzuschmeicheln, aber was ist das Gutes? Was ist das Gutes? Was ist das Gutes? Achso, das Essen, lol. Kalte Monster Lin Yue Platte. Sehr gut, eine kalte Platte. Brüder, es gibt Essen. Ah, es ist gefroren. Ah, wie kannst du es wagen, das göttliche Auge des Rittermeisters mit Kryokraft ist im Festmahl versteckt. Ah, auf Wiedersehen. Wenn Paimon so darüber nachdenkt, hätte das nicht auf so kindische Weise passieren dürfen. Sieht aus wie ein Bakedanoki. Das sieht aus wie der Stil eines Bakedanoki. Allerdings war es dieses Mal noch besser als beim letzten Besuch. Warum ist das so? Vorher sind wir nur gekommen, um über Geschäftliches zu sprechen. Das stimmt wirklich. Bei den Beratern und Adeptenabschieden ist es schwer, über Essen zu reden. Also, Kichiboshi, wir haben hier mit den Elf der Fatui und Rex Lapis zusammen gegessen. Ich habe die Geschichte von der Meerjungfrau schon einmal von Ioroi gehört. Im Inneren des Meeres gibt es viele Meerjungfrauen. Meerjungfrauen schwimmen mit Walen und großen Seeschlangen. Es ist Fatui, nicht Meerjungfrau. Bakedanoki wissen nichts von Fatui. Stimmt schon. Jetzt, da wir in Liyue sind, sollten wir auch einen Ort finden, an dem wir ein Foto von Kichiboshi als Andenken machen können. Gibt es gute Orte, um Fotos zu machen? Ja, gibt es nicht eine lange Rampe am nördlichen Zugang von Liyue? Dort ist auch ein Das ist ein geeigneter Ort. Hat sich so gereimt, aber ich hab's voll versaut. Francis, ich muss dich leider sitzen lassen, mein Freund. Kichiboshi, stell dich gegenüber von Spielestar dahin. Ja, ein Erinnerungsfoto. Damn. Not bad. Nun, es ist eine tolle Aufnahme. Du hast wirklich Talent. Es ist so schön hier, anders als der Wald. Ja, es gibt viele Boote da unten. Versinken diese nicht im Wasser? Nein, nein, keine Sorge. Na, das ist ja echt beeindruckend. Kichiboshi hat die Übung heute Spaß gemacht. Ganz offensichtlich eine Übung.
Eoroi hat es gesagt, spielen ist auch eine Übung. Wenn man vergisst zu spielen, kommt man vom rechten Weg ab. Was passiert, wenn man vom Weg abkommt? Dann explodiert man. Die 8 Schichten explodieren und die Blätter verschwinden. Das gesamte Fell des Körpers verwandelt sich in Seegras und die Bauchwölbung wird zu einer großen Teekanne. Dann wird der Tanuki so dünn wie ein Stinktier und hat keine Kräfte mehr. Palmon ist sich sehr sicher, dass Eoroi ein Schwindler ist. Üben macht sehr viel Spaß. Gut, solange du glücklich bist. Wohin gehst du? Nun, das sind genug Worte für heute. Kichiboshi sollte sich auch ausruhen. Ich will mich nicht ausruhen, ich will weiter mit Palmon und Spielestaller üben. Ausruhen gehört auch zum Üben. Oh, mach dir keine Sorgen. Wir haben zusammen darüber nachgedacht, wo es als nächstes hingehen kann. Ja. Puh, heute musste man auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr machen. Irgendwie diese Unterhaltung über Keia nicht verstanden, was die da genau meinten. Also ich meine, es war, also ich glaube, ich habe schon gecheckt, sie haben halt quasi so getan, als wüssten sie, was, warum Keia so viel Essen bestellt hat und so, um den Fatui zu imponieren aus irgendeinem Grund oder keine Ahnung. Aber ja, keine Ahnung, habe irgendwie nicht ganz gecheckt, was das jetzt mit Kichiboshi zu tun hat. Also irgendwie weird, sehr weird. Aber vielleicht wird es ja noch aufgelöst, warum Keia so viel Essen bestellt hat. Aber ich schätze ehrlich gesagt nicht, dass es noch aufgelöst wird. Ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.